Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu KTV Uncut. Wir reagieren heute auf Tamara Wernli. Ist krass, ich habe die erste Minute schon gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, da reagiere ich drauf, das ist ja wirklich heftig. Hallo Medien, hört auf, das Publikum will keine Sprechanweisungen, es geht ums Gendern. Medien. Und was das ZDF hier wieder raushaut, ist, Digga, ich check's einfach nicht. Institutionen wie das ZDF oder das SRF sagen ihren Zuschauern und Lesern vermehrt, wie sie Sprache richtig verwenden sollen. Und ich sage, hört damit auf. Welches Pronomen darf ich bei Ihnen verwenden? Ja, diese Frage sollte man dem Gegenüber stellen, mit dem man ins Gespräch kommt. So jedenfalls steht es in Beiträgen von ZDF und dem Schweizer SRF. Das heißt, bevor man zum Beispiel mit der Serviceangestellten im Restaurant ins Gespräch kommt über die feine Pasta, die man gerade verzehrt hat, ist also die Pronomenfrage angebracht. Auch beim Es ist so lächerlich. Kennenlernen der neuen Mitschüler in einem Online-Spanischkurs, beim Kennenlernen von einem Typen im Gym. Und am besten ist, man stellt sich mit seinen Digga, das musst du dir überlegen, Digga, für diese Leute, und wir bezahlen dafür. Die gehen davon aus, dass wenn ich jetzt irgendjemanden kennenlerne, sagen wir mal, keine Ahnung, ich gehe auf ein Date, na gut, dann habe ich eigentlich schon Kontakt mit der. Sagen wir mal, weiß nicht, ich will mich beim Fitnessstudio anmelden. Hallo, ich bin der Tim. Darf ich bitte nach Ihrem Pronomen fragen? Das geht gar nicht, warte. Oder Ihren? Darf man das noch sagen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich will jetzt hier auch niemanden sexuell belästigen oder so. Hallo, darf ich nach deinem Pronomen fragen? Hallo, mein Name ist XY und meine Pronomen sind they, them. Ja, ich würde gehen, Digga. Also wenn mir so geantwortet wird, ich würde den Raum verlassen, Digga. eigenen Pronomen proaktiv vor. Hallo, mein Name ist Tamara und meine Pronomen sind she, her. Auf Englisch, denn aus den USA ist diese Idee zu uns hinübergeschwappt. Personalpronomen sind Worte wie er, sie, es, ihn oder ihr, mit denen Personen oder Dinge beschrieben werden. Sogenannte Neopronomen sind Worte wie they, them, hen, xir. Xia, Digga. Das gibt's doch auch. Was ist Xia überhaupt? Enz. Ich bin Enz Tim. Xien, dei, deren. Day. Day, Digga. Ich bin Day Tim. Ey, das mache ich ab jetzt. Mein Neopronom ist Day, deren. Ich bin Day Tim. Geschlechtsneutrale Pronomen, weil sie im Gegensatz zu er oder sie kein Geschlecht festlegen. Genderaktivisten haben sie kreiert für die Anrede von non-binären Personen, also Personen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Und weil man nicht wissen kann, ob man mit einem Mann oder einer Frau oder einer non-binären Person kommuniziert, sollte man eben die Pronomenfrage stellen, um die Person nicht zu verletzen. Vor allem Genderaktivisten und ihre Sympathisanten befassen sich mit Also sorry, jetzt mal ernsthaft. Also wer sich von sowas verletzt fühlt, also wenn ich die Person nicht kenne und sie sich dann verletzt fühlt, das sind Menschen, die ich wirklich verabscheue. Wirklich, muss ich einfach sagen. So, das Ding ist, zum Beispiel jetzt nicht binäre Menschen. Wie viele Personen in Deutschland sind nicht binär? Realistisch geschätzt. 0,1% der Menschen vielleicht, jeder Tausendste? Keine Ahnung. Ich meine, wenn ich zu so einer, ich sage jetzt einfach mal so Randgruppe gehöre, die halt gar nicht in der Mitte der Gesellschaft ist, dann ist es doch auch klar, dass ich halt jetzt nicht bei jeder Person, die ich kennenlerne, davon ausgehe, boah, eventuell ist das eine nicht-binäre Person, weil das gar nicht in dieser Masse in der Gesellschaft vorhanden ist. Und wenn ich eine Person kennenlerne und ich sage, hey, weiß nicht, ich brauche einen Satz mit dem Pronomen. Hey, ich finde, dass du. Wie packt man denn Pronomen in einen Satz, Alter? Hä? Es gibt keinen Satz, wo man Pronomen einfügen kann. Hallo, wie geht es dir? Dir, oder? Dir? Ist das ein Pronomen? So, auf jeden Fall, wenn ich sowas sage und dann sagt die Person, oh, du hast mich aber gerade misgendert. Das verletzt mich jetzt aber. So, ich kann es ja gar nicht wissen. Und es gibt auch nicht so viele in der Gesellschaft, als dass ich jetzt davon hätte ausgehen müssen. So, weißt du, das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe. Klar, wenn man es halt weiß und man möchte die Person ein bisschen respektieren, also bei Xia ist für mich Schluss, aber naja, ich sag jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwie transsexuell bist oder so, da ist natürlich halt klar, dass wenn jetzt eine Person zu dir kommt, die aussieht wie ein Mann, aber sie möchte weiblich angesprochen werden, das ist ja dann wirklich respektvoll, das würde ich auch machen, safe. So, das ist halt gar kein Problem. Ne? Aber auch davon ist halt die Masse halt so gering, dass ich, und ich glaube auch kein normaler Mensch, der jetzt zum Beispiel transsexuell ist und am Anfang gemisgendert wird, weil man es einfach nicht weiß, fühlt sich nicht verletzt, sondern die Person würde dann sagen, hey, hör mal, ne, ich bin transsexuell, ich identifiziere mich als Frau, wäre cool, wenn du mich mit weiblichen Pronomen ansprichst. Perfekt, Digga. Zack. Ja, Hand drauf, Digga. Und dann ist doch super.
So, aber als ob sich da irgendjemand einfach so random von verletzt fühlt. Raipi, vielen Dank für den Prime-Sub. Mit diesen Neopronomen. Derzeit sind sie aber auch vermehrt Thema in den Medien, vor allem auf Plattformen, die das ZDF oder das Schweizer SRF online betreiben und wo sie häufig eine jüngere Klientel ansprechen. Als Beispiel für Geschlechter inklusive Sprache schlägt das ZDF in seiner Mediathek diese Wortneuschöpfung vor. Das ist Joe, Day ist sehr nett und deren Frisur sieht toll aus. Das ist Joe, Day ist sehr nett. Toll aus. So verwendest du die richtigen Pronomen, schreibt das SRF in seinem We, Myself and Why Beitrag auf Instagram. Beispiel: Hen geht nach Hause, ich rufe Hen an. Und falls man einen Fehler macht und ein falsches Pronomen benutzt, korrigiere dich und sprich weiter. Okay, nun, danke. Wir leben in einer freien Gesellschaft und in dieser kann jeder seine Ideen und Vorschläge zwecks Verbesserung einer von ihm identifizierten sozialen Ungerechtigkeit oder eines Problems kundtun und danach handeln. Genauso wie man sich zu diesen Ideen und Vorschlägen kritisch äußern, sie vielleicht als unnötig oder unsinnig betrachten darf. Ich verüble es Genderaktivisten überhaupt nicht, dass sie sich für ihre Anliegen einsetzen. Am Genderaktivismus und an der Identitätspolitik ist auch nicht alles schlecht. Dass ein respektvoller, toleranter Umgang mit seinen Mitmenschen zu den Eckpfeilern unserer Gesellschaft gehört, das unterschreibe ich sofort. Im Ziel ist man sich also einig, seid netter zu den Mitmenschen, beim Weg aber uneins. Denn Leuten respektvoll zu begegnen, hat nichts mit Sternchen oder mit Pronomen zu tun. Die richtigen Pronomen, die bringen nicht mehr soziale Gerechtigkeit. Für mich ist gerechter Handeln und nett sein zu den Mitmenschen darum der viel bessere Weg. Ja, und der hat auch nichts mit einer bestimmten politischen oder ideologischen... Ja, also ich verstehe es auch nicht so, als ob wenn man jetzt irgendwelche anderen Pronomen benutzt, so, dann geht es den Leuten auch nicht besser. So, ja, wow, toll, dann werde ich jetzt mit Xier angesprochen. So, trotzdem werde ich in der Gesellschaft dann diskriminiert und schlechter behandelt. Aber super, ich heiße jetzt Xier Tim, Digga. Beste Leben. Gesinnung zu tun. Ja, in einer früheren Welt hieß Diskriminierung einmal, eine Person und meist mit Absicht zu beleidigen, sie anders, also schlechter zu behandeln als andere. Heute, und so geht ja ein Teil der identitätspolitischen Theorie, die auch hinter der Gender-Sprache steckt, macht man sich der Diskriminierung und Beleidigung nur schon schuldig, wenn man diese neue Sprache oder eben die Pronomen nicht benutzt. Ja, denn man wirft Kritikern rasch vor, sie würden nicht-binären Personen ein Recht auf die richtige Anrede absprechen. Ja, und dabei wird bei der Kritik am Weg oft gar nicht genau hingehört, was Leute überhaupt kritisieren. Es gibt zwar gewisse Genderfreunde, die sagen, dass die Absicht hinter diesen Neopronomen nicht sei, Vorschriften zu machen, sondern Akzeptanz zu erhöhen. Aber warum wird Kritikern dann mit Vorwürfen oder gar mit Beschimpfung begegnet, statt mit Akzeptanz für ihre Meinung, wenn es doch keine Forderung ist? Ja, es gibt halt nur eine Meinung, das ist halt das Problem, ne? Manchmal durcheinander gerät. Wenn man eine Idee kritisiert, heißt das noch lange nicht, dass man Menschen irgendein Recht abspricht oder eben diese Menschen kritisiert. Jeder soll seine Pronomen wählen, wie er möchte, nur verlange eben nicht von allen anderen, dass sie genau gleich denken wie du. Vorschläge oder Ideen in einer Gesellschaft, die kommen und gehen, es müssen nicht immer alle mitmachen. Ja, weil es wichtig ist, nochmal, nicht non-binäre Personen und ihre Lebensentscheide werden kritisiert, wenn es jetzt da um diese Neopronomen geht. Wenn man Dinge anzweifelt oder sich lustig macht über bestimmte Ideen oder über Forderungen, dann sind es eben die Ideen, die Forderungen oder die Thesen rund um den Genderaktivismus, um die es da geht. Ja, und dazu passt ganz gut eine Antwort von Harald Schmidt, ja. Die er jüngst... Sehe ich halt genauso, ne? Also ich finde es, also weiß nicht, ich zum Beispiel kam mit so Nicht-Binarität oder so, weiß ich, kann damit nichts anfangen, habe ich euch schon öfter gesagt und ich habe auch schon in Videos gesagt, erklärt mir das ruhig und mir haben das voll viele Leute versucht zu erklären, aber ich weiß nicht, das macht für mich einfach keinen Sinn. So, also es geht jetzt nur um Nicht-Binär, ne? Nicht um so Sachen wie Transsexualität, das ist ja alles klar. Also Nicht-Binäre, ich verstehe es nicht, Digga, keine Ahnung, das ist so, es macht für mich einfach keinen Sinn, egal wie oft mir das erklärt wird, das ist genauso wie Femme-Invisibility oder wie das heißt. Das sind so Dinge, weiß nicht, Digga, die check ich nicht irgendwie, das übersteigt meinen Horizont irgendwie, es macht keinen Sinn, egal wie sehr ich darüber nachdenke, so. Und ich finde es halt sehr schade, weil für diese Leute so aus dieser krassen Gender-Bubble zum Beispiel, die sind halt so festgefahren in ihrer Meinung, so, das musst du dir mal überlegen, ne, zum Beispiel auch, was für ein Femling, Femme-Invisibility heißt, dass du quasi lesbisch bist, aber von der Gesellschaft als hetero gesehen wirst und deswegen quasi nur von Männern angemacht wirst und nicht von Frauen. Weiß ich nicht, also ich habe jetzt noch nie mir darüber Gedanken gemacht, ob ich eine Person hetero oder
als Homo identifiziere, weil es mir einfach scheißegal ist, weil es einfach ein Mensch für mich ist, aber gut. Ja, ich finde das auch sehr schade, ne? Das halt ist, von dieser Seite gibt es halt nur diese eine Meinung und die ist richtig und alle anderen Leute werden irgendwie beleidigt, fertig gemacht, whatever. Ja, es ist halt also heutzutage wirklich sehr weird. Also ich kriege das ja selber auf Twitter mit, ne? Wenn ich da so gucke, wer mich da halt kritisiert und was sie sonst so posten, also hart, wirklich, ist hart. Jüngst gab auf die Frage des Interviewers, ob er zu Corona Witze gemacht hätte, wenn er noch Fernsehentertainer wäre. Sie können natürlich nicht Witze über Leute auf Intensivstationen machen, aber über das Drumherum selbstverständlich. Es geht um das Drumherum. Zurück zu den Medien. SRF sagt, wie man politisch korrekt sprechen soll. Lautet der Titel meines geschätzten Kollegen Rico Bandle im Tagesanzeiger, indem er den Ich dachte, die schreien hier rum. sagten SRF-Neopronomen-Beitrag kommentiert. SRF berichtet nicht etwa darüber, dass eine kleine Gruppe von Aktivisten eine solche Sprachanpassung fordert, was der journalistische Ansatz wäre, sondern verlangt die Sprachanpassung selbst und gibt Handlungsanweisungen. Laut dem Leiter Jugend und Musik bei SRF sei das keine Anweisung, sondern ein Erklärungsstück. Naja, wenn der Satz "korrigier dich und sprich weiter" keine Handlungsanweisung ist, ja, dann weiß ich also auch nicht. Okay, mein Hauptpunkt bei den Neopronomen ist der. Und das ist ein Fehler, den die Medien meiner Meinung nach begehen. Die Gruppe derjenigen, die sich für Neopronomen einsetzen, die ist tatsächlich sehr, sehr klein. Verlassen wir mal den Raum in Großstädten wie Berlin und New York oder den Raum der Journalisten, Publizisten, die Blase der akademischen Zirkel, den Raum der Aktivisten, die sich für genderinklusive Sprache einsetzen. Ja, die allermeisten Menschen dieser Welt haben mit identitätspolitischen Themen, zu denen auch die Bestrebungen zwecks Änderung der Sprache gehören, nichts am Hut. Sie haben nicht mal mitbekommen, dass solche Debatten überhaupt existieren und Leute darüber regelrecht streiten. Die haben ganz andere Sorgen. Ja, würde ich eine Serviceangestellte beim Kennenlernen tatsächlich fragen, welches Pronomen verwenden Sie? Ja, dann würde sie mich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verdutzt anstarren und mich vielleicht fragen, Rauswerfen. ob sie mir einen beruhigenden Ingwertee bringen könnte. Sie wüsste nicht, wovon ich spreche. Auch die Supermarktkassiererin nicht, nicht die Hunde Trainerin, die ich vielleicht neu kennenlerne, nicht meine neuen Online-Kurskollegen, nicht meine Podologin, als ich sie frisch kennengelernt habe. Grüße gehen raus an die liebe Frau C und nicht mein Frau Hautarzt. C. Na, ich glaube, ihr checkt meinen Punkt. Oder würde bei euch ein Kennenlernen so verlaufen? Hi, darf ich dich nach deinen Pronomen fragen? Ich habe nichts dagegen. Das ist halt auch so dumm, Mann. Vor allem, ich frage mich, ob das ZDF das wirklich macht. Wenn du da so ein Vorstellungsgespräch hast, dann müssten die ja wirklich als erstes fragen, ja, hallo, Herr Held, wie sind denn Ihre Pronomen? Digga, das ist. Ich check das nicht, wirklich. Es ist. Ich meine, es gibt Menschen auf der Welt, die machen das anscheinend wirklich. Ne? Die laufen rum und jede Person, die die kennenlernen, wird erstmal nach dem Pronomen gefragt. Das ist doch weird. Und wir zahlen dafür. Unsere Steuergelder gehen für sowas drauf. Herr Belief, Dankeschön für den Wenn Telefon. gebührenfinanzierte Sender mitunter auch kontroverse Ach, Herr Ansichten Held, und scheiße, stimmt, Ideen Xier Held. von Aktivistengruppen Hallo, vorstellen. Man kann Held. nicht stets erwarten, dass nur über Dinge berichtet wird, die einem selbst gefallen. Aber es kommt auf die Verpackung der Beiträge an, denn Qualitätsmedien wie ZDF oder SRF haben einen journalistischen Auftrag, für den die Leute Gebühren bezahlen. Ja, und diese Beiträge, die sind nicht als Meinungsstücke gekennzeichnet, es sind normale redaktionelle Beiträge. Sie kommen wie Tatsachen daher. Dabei gibt es keinerlei Fakten, die belegen würden, dass die Benutzung von neu kreierten Pronomen irgendeine positive Auswirkung auf das Leben von Menschen hätte. Und dabei meine ich jetzt ganz konkret diese Neopronomen. Es gibt keine Zahlen, wie viele Leute tatsächlich so sprechen. Für mich klingen they, them, hen, xier, xen, they befremdlich. Ich kann mir vorstellen, für Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder die sonst Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken, es solche neuen Sprachanpassungen noch. Hen, was ist denn noch überhaupt Hen? Warum? Also, was? Also, ich weiß, ich verstehe, es hat bestimmt irgendein Ding, wo das reinpasst, hat es bestimmt, aber für wen ist Hen gedacht? Hen geht nach Hause. Ich rufe Hen an. Hens Wohnung ist, oder ist das ein Name? Klingt für mich eher nach einem Namen als nach einem Pronomen irgendwie, oder? Hen geht nach Hause. Ich rufe Hen an. Hens Wohnung ist schön. Weiß ich Schwieriger nicht. machen, für sie sich richtig auszudrücken, so wie sie es möchten. Ja, und auch, wie soll man sich diese neuen Wortschöpfungen denn überhaupt merken, wenn ja jeder irgendetwas genannt werden möchte? Das wird ziemlich kompliziert. Ja, und zudem, ich kenne auch niemanden, auch nicht aus der LGBT-Community,
der diese Kunstworte in seinem allgemeinen Sprachgebrauch nutzt. Ja, und letzter Punkt. Wenn Leuten gesagt wird, wie sie sprechen sollen, dann entwickeln sie eine Abneigung eben gegen das Ganze drumherum. Und am Ende des Tages ist das ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich damit erreichen möchte. Ich denke, ein zu offensiver Umgang mit diesem Thema schadet wohl mehr, als dass es nützt. Ja, und von Qualität. Ja, das sind auch wirklich Dinge, die ich ja wirklich nicht verstehe, muss ich sagen. Weißt du, das ist so. Guck mal, da zeige ich euch sogar jetzt einen anderen Beitrag noch, weil der hier einfach ein bisschen reinpasst. Ich glaube, ich bin wieder ein bisschen überbelichtet, ne? Also irgendwie die Kamera ändert irgendwie ständig die Belichtung, wenn draußen sich die Belichtung ändert, aber halt ins Schlechte irgendwie. Ich weiß nicht, die kommen. Digga, 7 ungelesene Instagram-Nachrichten, da gucke ich auch mal ganz kurz rein, wie viele Weiber sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Krank. So, und zwar Weiß hat einen Beitrag gemacht. Weiß Deutsch, dazu kommt auch noch ein Video, wenn mein Kanal irgendwann wieder entsperrt ist. Ich suche den mal ganz kurz. Wie posten die denn? 31. Mai. Das war schon. Oh, wo war das denn? Oder haben die den wieder gelöscht? Nein, sag nicht, die haben den. Ach, hier. Guck mal, das sind so Dinge, die ich zum Beispiel nicht verstehe. 20 einfache Möglichkeiten, das Leben von Frauen alltäglicher zu machen. So, ist erstmal ein Beitrag, wo ich beim Titel denken würde, ja, kann man posten so. Klar, warum nicht? Ne? Es gibt bestimmt Dinge, die Frauen halt nerven, die man so nicht wahrnimmt. So, keine Ahnung, ist erstmal okay. Und dann sind da so Punkte drin. Keine Ahnung, bevor du einer Frau etwas erklärst, frage dich, ob sie schon mehr darüber weiß als du. Also, es wird halt so sehr allgemein gehalten. So, ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Frau, also, das ist ja, ich denke ja auch nicht bei Kollegen darüber nach, wenn ich jetzt, weiß nicht, ich rede darüber, dass ich, was weiß ich, Fußball gespielt habe und dann erkläre ich den Abseits, ein dummes Beispiel so, ne, aber da frage ich mich ja nicht, wissen die das oder nicht, sondern man redet halt einfach, wo ist das Problem? Am geilsten fand ich auch den Punkt, welcher Punkt war das? Sowas hier. Vertraue Frauen. Wenn sie dir etwas beibringen, solltest du nicht das Bedürfnis haben, es nachzuprüfen. Und googeln, google es vor allem nicht in ihrer Gegenwart. Okay, also wenn mir jetzt eine Frau irgendetwas sagt, egal was sie sagt oder behauptet oder whatever, dann muss ich das glauben so und ich sollte nicht das Bedürfnis haben, das zu checken. Also, weißt du, und das Ding ist so, hier wird auch, dann, hier, warte, hier schreibt doch irgendwie so einer rein. Irgendwie hat hier geschrieben, zufällig nur Männer verstehen das irgendwie falsch. Aber also was gibt es daran denn falsch zu verstehen? Also es wird doch ganz klar, Frauen, es wird allgemein gehalten, also Frauen grundsätzlich als Mensch, soll man, wenn die etwas beibringen, soll man das nicht nachprüfen, auf gar keinen Fall. Das heißt, wenn Alice Weidel sagt, dass es hier zu viele Ausländer gibt, dann sollte ich das nicht googeln oder prüfen. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, jeder Ausländer ist Straftäter, dann sollte ich das nicht prüfen, weil Alice Weidel ist ja eine Frau und ich sollte nicht das Bedürfnis haben, es nachzuprüfen. Und Google macht es auch nicht besser. Statistiken nachgucken und so, das wäre dann wack. Das heißt, sie hat recht. Genau das sagt dieser Punkt aus. So, und das verstehe ich nicht, weil es so allgemein gehalten wird. Und einer hat es auch in die Kommentare geschrieben hier. So, es ist halt so richtig, es wurde so passiv-aggressiv wie möglich geschrieben. Und das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Weil grundsätzlich so ein Post zu machen, wo man zum Beispiel wirklich mal Punkte anspricht, zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, so merkt ihr einfach generell, dass du den Körper einer Frau nicht kommentieren solltest. So, warum sagt man nicht einfach, hey, es wäre cool, wenn du eine Frau nicht auf Äußerlichkeiten festsetzt oder sie dafür kritisierst, überleg mal, wie oft sie das über sich ergehen lassen muss, sowas kann psychische Probleme hervorrufen. Digga, wenn du das so schreibst, Digga, ja, dann klepp ich ab, Digga, dann gebe ich dir die Faust und dann ist doch alles gut. Aber das ist halt so passiv-aggressiv, so merkt ihr generell, Digga, sprich niemals den Körper einer Frau an, egal was ist. Und wenn sie dich fragt, ob sie dick ist, dann sagst du gar nichts dazu. So, weißt du, das ist so alles passiv-aggressiv und dumm geschrieben, so richtig verallgemeinern zu sagen. So, das sind so Dinge, ich verstehe es nicht. Weil das könnte man auch deutlich vernünftiger schreiben. Und genau das gleiche halt mit dem Gendern so. Wenn man das nicht immer versuchen würde, so in die Gesellschaft reinzudrücken, weil man das selber machen möchte, dann wären wahrscheinlich auch viel mehr Leute dafür. Also ich glaube, die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, ich glaube, die ist vom letzten Jahr oder so, dass mehr Leute gegen das Gendern sind als dafür. Weil halt diese ganzen Öffentlich-Rechtlichen und so weiter das so einfach reindrücken wollen. So, das will einfach keiner. Und dann ist man dagegen. Und ich weiß nicht, ob die das nicht checken, aber so entwickelt sich Sprache auch nicht, wenn einfach irgendwelche gebührenfinanzierten Sender versuchen, das einfach in die Gesellschaft zu drücken. Medien wie ZDF und SRF sollte man erwarten dürfen, dass sie die Dinge mit einer gewissen Distanz einordnen und als das präsentieren, was sie sind. Also in anderen Worten, dass man bei Beiträgen zu Neopronomen anmerkt, dass es Ideen, Gedanken und teilweise sogar Forderungen
einer sehr kleinen Gruppe sind und keine Ansichten, die von der großen Mehrheit der Gesellschaft getragen werden. Wie wir wissen, wird Gendersprache etwa von 70% der Leute an. Ja, nice, sogar neu anscheinend. Ja. Gelähmt. Und es ist auch nicht etwas, das sich auf natürliche Weise entwickelt hat. Es ist eher entstanden durch die Medien als führender Impulsgeber, die es einfach immer wieder repetieren. Aber seine eigenen Überzeugungen auf einer großen Plattform quasi als gegeben darzustellen, so wie in diesen Beiträgen, damit ist man nicht ganz ehrlich. Man zeigt Millionen Lesern oder Zuschauern eine verzerrte Realität. Und das kann ja auch nicht der Bildungsauftrag sein. Ja, unsere Sprache ist über Jahrhunderte entstanden. Es ist eine ausgehandelte Übereinkunft der Gesellschaft und sie besitzt für die allermeisten Menschen auf dem Planeten Allgemeingültigkeit. Das heißt nicht, dass sie sich über die nächsten Jahrhunderte nicht wandeln wird. Sie wandelt sich ständig, aber Stand heute gehören weder Gendersternchen noch Neopronomen zum gesetzten Sprachgebrauch. Ja. Aber das ist wie immer nur meine Meinung. Ich könnte ja auch falsch liegen. Aber wie denkt ihr darüber? Neopronomen, braucht es sie nicht? Und warum nicht? Oder warum ja? Bitte bleibt sachlich in euren Antworten. Unsere Community hier überzeugt mit den besseren Argumenten. Ja, gutes Video auf jeden Fall. Ja, ich verstehe es auch nicht, Digga. Keine Ahnung. Es ist traurig so, weil es halt auch von, weißt du, was daran einfach traurig ist, ist so, dass es halt so von Gebühren finanziert ist und du kannst auch nichts dagegen machen. So, du hast jetzt keine Möglichkeit, das zu sagen, nein, dass sie es nicht machen sollen. Es geht einfach nicht. Das ist das, was ich daran so traurig finde.